Ich habe hier heute den neuen Slide-Gurt. Das ist die neueste Generation vom Peak Design Slide. Das Besondere an dem Gurt ist, dass der sich frei am Körper bewegen kann und super bequem sitzt, wenn man das Ganze nicht möchte. Wenn man jetzt spazieren geht und der soll stabil sitzen, einfach den Gurt umdrehen. Da ist hier eine gummierte Fläche. Und dann sitzt er stabil und die Kamera kann sich nicht bewegen. Und man sieht, er ist super bequem, auch mit einer schweren Mittelformatkamera, die ich jetzt hier habe. Alles gar kein Problem. Der hat diese Clips, mit denen man ihn schnell abnehmen kann. Da kann man zum Beispiel einen schnellen Wechsel machen auf eine Handschlaufe. Die habe ich hier auch, dass man hier auf eine Handschlaufe wechselt und den Gurt abnimmt. Das ist ganz cool. Ja, und ich zeige gleich nochmal drin, wie das Ganze im Detail aussieht, wo genau die Unterschiede zwischen dem alten Slide und dem neuen Slide sind. Und werde jetzt hier einfach nochmal schnell ein, zwei Fotos schießen, bevor es losgeht. Die neuen Slidegurte. Eben habe ich ja schon mal draußen gezeigt, was das Besondere an dem Slidegurt ist. Und ich habe jetzt hier mal die beiden neuen Gurte. Die gibt es jetzt jeweils in Schwarz und in der neuen Farbe Ash. Und zeige jetzt hier mal im Detail, worauf man so achten muss. Das zeige ich jetzt hier mal am Tisch. Ja, das ist halt die neue Farbe, das ist das Ash, sehr schick. Es gibt ja auch noch den Slide Lite, den zeige ich jetzt hier auch mal in die Kamera, die sind übrigens auch gerade neu gelauncht. Die Funktionen sind alle die gleichen, Slide und Slide Lite sind einfach unterschiedlich breit. Das kann man hier sehen, das ist der Slide Lite, das ist der Slide. In diesem Film geht es nur um den Slide. Slide Lite ist halt das, was man so nimmt für eine Mirrorless-Kamera, wie zum Beispiel eine A7-Serie oder ähnliches. Und wenn man eine schwere DSLR hat, dann nimmt man besser den Slidegurt. Ja, und gibt viele Neuerungen gegenüber dem alten Modell. Jetzt erstmal generell noch zum Slide, was alles mitgeliefert wird. Also man kriegt von diesen Ankerschlaufen kriegt man vier Stück, dass man da eine ganze Kamera equippen kann. Dann hat man hier diesen kleinen Stativadapter. Der wird unter der Kamera angebracht. Hier habe ich das schon mal gemacht. Übrigens hat die Ash-Variante hat immer so einen silbernen Alu-Adapter dabei. Und wenn man den schwarzen Gurt kauft, hat man diesen schwarzen dabei. Das Ganze wird hier unten angebracht und zwar dafür, dass man hier den Gurt anbringen kann. Ihr habt das ja draußen gesehen. Damit das wirklich stabil am Rücken sitzt, hat man halt die Möglichkeit, seine Kamera so zu tragen und dann sitzt das hinten stabil am Rücken. Und ich habe aber auch beim Slide natürlich die Möglichkeit, die Kamera hier anzubringen. Und ich kann das hier auch dort anbringen, dass ich sie da anbringe. Ich kann sie einfach um den Hals tragen, so. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Deswegen ist man wirklich auch gut bedient, dass man diese vier Ankerschlaufen auf jeden Fall mitgeliefert kriegt. Und ja, und das Teil, das schraubt man jetzt hier einfach mit diesem mitgelieferten Innensechskantschlüssel an. Ich zeige das jetzt hier mal in der kleinen Kamera. So eine kleine Kamera würde ich eher mit dem Slide Lite benutzen. Ja, und jetzt hat man die Möglichkeit, meistens trägt man wirklich entgegen des Griffes, trägt man den Gurt. Bedeutet, ich bringe eine Seite hier an, eine Seite hier an, um den Gurt dann so zu tragen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen neuen und alten Slide? Hier habe ich den alten Slide, hier habe ich den neuen Slide. Und man sieht schon, das Ganze ist irgendwie, trägt nicht mehr so dick auf, ist ein bisschen flacher geworden. Und ganz wichtig, die Ankerschlaufen sind neu hier. Und auch diese Ankerschlaufen, das Gegenstück dazu. Das Ganze ist jetzt hier nochmal viel schmaler geworden. Und auch die Schlaufen selber. Die haben hier so abgerundete Flächen, sodass man wirklich hier zack das mit einem Griff hier reinkriegen kann, wo man vorher immer noch mit dem Daumen zusätzlich drücken musste. Was aber wichtig ist, Ankerschlaufe alt und neu ist zueinander kompatibel und die neuen Ankerschlaufen passen beim alten Gurt und der alte Gurt funktioniert auch mit den neuen Ankerschlaufen und so weiter. Also das ist gar kein Problem. Ja, generell ist halt das Material ein bisschen anders. Das ist halt nochmal ein bisschen robuster geworden und hat ein bisschen mehr Festigkeit. Dann haben wir hier die Größenverstellung, die hat sich verbessert gegenüber dem alten Modell und ist auch gegen versehentliches Größenverstellen nochmal ein bisschen sicherer geworden, weil das Ganze jetzt hier seitlich, ich hoffe, das sieht man in der Kamera, alles ein bisschen schmaler geworden ist und halt direkt auch vernäht wurde hier.
Hier sieht man auch, dass dieses Teil schmaler ist als vorher. Also alles noch ein bisschen sleeker und ein bisschen schicker. Einer der wichtigsten Änderungen ist auch hier am Gurtpad. Da ist jetzt hier beim neuen Slide eine neue Gummierung, die noch sicherer auf der Schulter sitzt. Das heißt, wenn man den Gurt im Slide-Modus hat, legt er sich auf der Schulter. Und in dem Moment, wo ich ihn umdrehe, sitzt er sicher auf der Schulter und alles ist noch viel stabiler als vorher. Und da hatten wir hier so eine Gummierung, die ja trotzdem noch so ein bisschen rutschig war. Hier hat man wirklich durch diese Schräge, das beißt sich richtig fest und das Gummi ist halt auch wirklich nochmal viel fester als hier. Ja, das sind jetzt so die wesentlichen Unterschiede. Dann gibt es halt als neue Farbe, haben wir halt dieses Ash, was passend zu den ganzen Rucksäcken und so weiter ist. Ja, und empfehlenswert ist auch immer, dass man sich gleich diesen Cuff dazu kauft, weil mein typischer Anwendungsfall ist, wenn ich dann den Gurt nicht mehr haben möchte, zack, Handschlaufe anbringen, Gurt abnehmen und dann fotografiere ich nur mit der Handschlaufe und dann, wenn ich wieder spazieren gehe und nicht so viel fotografiere, dann gehe ich wieder zurück zum Gurt. Das ist immer noch so der wichtigste Tipp, dass man diese kleine Handschlaufe sich noch dazu besorgt. Für mich wirklich ein tolles Update, weil es genau diese Kleinigkeiten, die manche an dem alten Slide gestört haben, sind jetzt eliminiert worden. Auch das Polster ist irgendwie nochmal viel angenehmer und wo sich das hier immer noch so ein bisschen geknickt hat, das hat man hier auch nicht mehr. Also wirklich ein tolles Update, sehr empfehlenswert und ich hoffe, ich habe jetzt alles an Unterschieden erklärt und wünsche viel Spaß beim Fotografieren.